Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom CC2. Es gibt ja so Themen, die einen schon seit Jahrzehnten begleiten. Und dazu gehören die Bekannten, die an mich herantreten und sagen, hey, also Windows geht mir schon ziemlich auf die Nerven. Ich würde gern mal Linux probieren. Und gut, gibt auch ein paar, die sagen, macOS geht mir auf die Nerven. Ich würde gern mal Linux probieren. Aber das ist dann, sind dann schon weniger, deutlich weniger. Der Witz an der Sache ist, es gibt Menschen, die das schon seit über 20 Jahren in regelmäßigen Abständen machen, die mich also in regelmäßigen Abständen fragen oder erzählen, boah, also Windows ist wirklich nicht mehr meine Welt, ich will jetzt mal auf Linux umsteigen. Auch andere, die immer wieder anfragen, wenn auch noch nicht seit 2 Jahrzehnten, aber trotzdem. Und ich nehme das natürlich mittlerweile mit einer gewissen Prise Humor, aber auf der anderen Seite überlege ich auch, woran scheitert das eigentlich? Denn das sind alles clevere Menschen, die sich auch sonst im Leben eigentlich relativ gut durchbeißen können. Und dann frage ich mich natürlich, ja, wenn die doch sonst ihren eigenen Weg im Leben gehen, warum können die nicht von Windows loslassen und auf Linux umsteigen? Und darüber und was man vielleicht dagegen tun kann oder wieso der aktuelle Stand ist, will ich heute mal reden. Ich möchte aber auch ja, nochmal kurz auf die rechtliche Seite am Anfang eingehen, denn es gibt einige, viele Datenschützer mittlerweile, die sagen, dass man viele Microsoft-Produkte, darunter Windows und Office 365 und Teams und wie der Kram alles heißt, dass man diese Sachen in der Europäischen Union wegen der Datenschutzgrundverordnung, wegen der Regelungen, die hier bestehen, nicht datenschutzsicher einsetzen kann. Also man darf sie im Prinzip nicht einsetzen. Ich finde diese Meinung fundiert und ich schließe mich dieser Meinung auch ausdrücklich an. Der Grund dahinter ist, dass es sich dabei um US-amerikanische Firmen handelt. In den USA herrschen andere Datenschutzgesetze, die bei weitem nicht so streng sind wie die bei uns. Und jetzt gehen diese Firmen zwar hin und sagen, ja, aber für euch Kunden in Europa, da haben wir ja Rechenzentren aufgebaut, die da irgendwo in Europa, in Frankfurt oder Amsterdam oder hast du nicht gesehen, stehen. Und das geht alles mit rechten Dingen zu, weil ist ja bei euch. Denkst du? Denn diese Firmen, diese US-amerikanischen Firmen unterliegen wiederum US-Recht und die US-Behörden haben das Recht zu sagen, in bestimmten Fällen zu sagen, hier, gib mir mal die Daten auch von den Kunden aus den USA. Das ist der sogenannte Cloud Act. So, und damit beißt sich die Katze in den Schwanz. Es gibt einen Widerspruch, der hier nicht aufgelöst werden kann. Und wie gesagt, der Meinung bin ich auch, dass dieser Widerspruch tatsächlich existiert. Und demnach ist es eigentlich datenschutzrechtswidrig, diese Microsoft-Produkte und auch von vielen anderen US-Firmen die Produkte, die alle Telemetrie nach Hause senden, die man kaum bis gar nicht abschalten kann, dass wir diese Produkte einsetzen. Und die Problematik ist einfach, wenn wir wirklich konsequent wären in Europa und sagen würden, wir würden jetzt Windows verbieten, weil es ja höchstwahrscheinlich nach der Meinung nicht datenschutzkonform ist, oder nehmen Sie mal andere Produkte von anderen US-Firmen wie WhatsApp, lässt sich auch mit der europäischen Datenschutzrichtlinie sehr wahrscheinlich nicht in Einklang bringen. Naja, dann würden ja erstmal große Teile der Gesellschaft und große Teile der Wirtschaft am Boden liegen, weil man sich die ganze Zeit immer darauf fixiert hat, diese Produkte zu verwenden. Und das traut sich natürlich niemand. Aber bleibt mal abzuwarten, wie das da weitergeht. Wahrscheinlich kommen dann noch 10, 20 Bußgelder und irgendwann läuft das mal in die richtige Richtung. Mal sehen. Aber kommen wir mal wieder zurück zu den Leuten, die sagen, nee, Windows, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt was anderes probieren. Und da muss man leider sagen, heutzutage im Moment bleibt im Prinzip nur Linux übrig für die ganz normalen Anwender, die einfach nur ein System haben wollen, was läuft. Anwender auch, die durchaus fortgeschritten sind und die durchaus in der Lage wären, sich auch ein bisschen durchzubeißen. Aber wir sind alle irgendwann, entwachsen wir vielleicht mal dieser Sturm- und Drangphase, dass wir richtig Lust haben, so ein System zu konfigurieren. Mir geht es jedenfalls so, ich bin in den letzten Jahren ganz froh gewesen, wenn ein Linux-System, wenn ich es installiere und es einfach nur läuft und ich da nicht großartig dran rumbasteln muss. Es ist schön zu wissen, wie es geht, aber es ist auch schön, wenn es einfach nur funktioniert. Es gibt neben Linux dann gar nicht im Prinzip keine Alternativen, die man Menschen empfehlen kann, die, ja, die einfach nur ein System haben wollen, das läuft. Es gibt interessante Betriebssysteme, die in der Entwicklung sind, wo die nächsten 2 Jahre nach meiner Auffassung zeigen, ob daraus was wirklich Handfestes wird oder ob das Ganze in der Beta-Phase bleibt. Das sind hochinteressante Projekte. Nur das ist eben nicht das, was ich hier und jetzt empfehlen kann. Aber ich hoffe einfach, dass das eine schöne Sache wird für die Zukunft. Dann reden wir in Zukunft an dieser Stelle darüber.
Kommen wir zurück zu Linux. Da fängt das Problem ja, in Anführungszeichen, das Problem ja schon bei der Flexibilität an, denn es ist ein freies Betriebssystem und im Prinzip können alle sich ihre eigene Linux-Distribution selbst zusammenstellen, wenn sie das nötige Wissen dazu haben. Und daraus resultiert, dass wir im Prinzip über 100 aktuelle gepflegte Linux-Distributionen haben, zwischen denen wir als Endanwender im Prinzip wählen können. Und das ist natürlich für die Einsteiger schon schwierig. Also normalerweise weiß man, ich will Windows, dann gehe ich hin und dann habe ich einen Hersteller, der mir ein Windows verkauft oder vielleicht noch zwei Versionen, wenn man jetzt aktuell sagt, man kann noch entscheiden zwischen der Version 10 und 11. Aber da weiß man ja auch, was das Neuere ist und was das Ältere ist. Wenn man diesen Leuten jetzt, wenn diese Leute jetzt kommen und sie hören auf der einen Seite, da gibt es Ubuntu, da gibt es Debian, da gibt es OpenSUSE, da gibt es Linux Mint, ja, was sollen diese Leute denn dann wählen? Da stehen sie erstmal davor und sagen, ja, geht es denn nicht ein bisschen einfacher, ein bisschen übersichtlicher? Wenn wir von der technischen Seite dem Ganzen unter die Haube schauen, stellen wir fest, dass viele dieser Distributionen wiederum auf anderen, auf wenigen aufbauen. So ist es beispielsweise so, es gibt ja so einen Veteran der Linux-Distribution, das ist Debian. Darauf aufbauend arbeitet Ubuntu. Das bedeutet, das Aufbauen bedeutet, dass die Leute von Ubuntu die Pakete, die Debian schnürt und dass die Konfigurationsverwaltung und das alles, dass die das übernommen haben und dass sie sich diese Arbeit nicht selbst machen müssen, weil sie sich in vielen Fällen auf die zugrunde liegende Distribution berufen können. Und dann gibt es wiederum Leute, die sagen, oh ja, Ubuntu macht das so schön anwenderfreundlich, aber nicht so, wie ich das will. Ich setze mich da drauf und mache mir hier meinen Linux Mint. Linux Mint ist also, sitzt auf Ubuntu auf und Ubuntu setzt wiederum auf Debian auf. Und dann gibt es andere Linux-Distributionen, die, ja, von Grund auf tatsächlich anders sind, aus einem anderen Zweig entstanden sind. Also wenn man sich das tatsächlich vorstellt wie einen Baum, dann hat man eben unterschiedliche, ja, einen Stamm, aber unterschiedliche Äste und dann auch an den Enden noch Verästelungen. Und OpenSUSE beispielsweise baut auf einem ganz anderen System auf und Arch Linux ist auch ein interessantes Konzept, baut auch wieder auf einer ganz anderen Grundlage auf. Jetzt können wir hingehen und wir können mal auf den Computer schauen, denn wir sind ja jetzt hier natürlich nicht die Ersten, die vor diesem Problem stehen. Welche Linux-Distribution soll ich denn verwenden? Und da gibt es sogar so, ja, quizartig aufgebaute Seiten wie den Distro-Chooser und da kann man dann einen Test starten und ich glaube, wir gehen das mal durch und besprechen das mal. Also hier steht, wofür will ich es verwenden und wir haben ja gesagt, wir wollen Windows damit ersetzen, also letztlich erstmal ganz normale tägliche Nutzung. Wie sind die Kenntnisse am PC? Ich kann Probleme selbstständig lösen, einige Probleme selbstständig lösen. Das ist sicherlich die richtige Antwort für fortgeschrittene Nutzer, die sich schon seit vielen Jahren für Computer und Technik interessieren. Wie viele Einstellmöglichkeiten bei der Installation? Da würden wir auch sagen, wir gehen den Mittelweg und sagen, die meisten. Ich bevorzuge viele Auswahlmöglichkeiten, aber ich möchte es halt doch einfach haben. Gehen wir noch in den nächsten Schritt. Wie helfe ich mir bei Problemen? Ich sage jetzt mal, wir sind durchaus in der Lage, auch mal Anleitungen und Texte im Internet uns anzugucken. So, und dann kommt die erste richtige Geschmacksfrage. Soll das Ganze eher aussehen, so nachempfunden sein, der Mac-Welt oder der Windows-Welt? Wir sagen jetzt mal üblicherweise, wer da umsteigt, kommt aus der Windows-Welt und ist diese Oberfläche gewohnt. Klicken wir das an und sagen noch hier, ich bevorzuge eine kostenlose Distribution. So, der nächste Punkt ist dann schon spezieller. Wir können unfreie Treiber erlauben. Das bedeutet, dass wir Unterstützung für die ein oder andere Netzwerk, vor allen Dingen WLAN-Karte bekommen, teilweise auch Grafikkarten, die ansonsten unter Linux nicht funktionieren würden, indem wir einfach ja, Firmware herunterladen, die nicht quelloffen programmiert ist, sondern vom Hersteller einfach als eine Binärdatei geliefert wurde. Wir sagen, wir wollen auch diese unfreien Treiber, damit das Ganze auch auf Laptops ganz gut funktioniert. Manche Distributionen nutzen Online-Dienste, um die Benutzererfahrung bla bla bla. Dadurch ist es möglich zu protokollieren, also Telemetrie. Und von der Telemetrie wollen wir ja gerade weg, auch wenn das hier in den meisten Fällen, aber nicht in allen Fällen, sicherlich datenschutzfreundlicher gelöst ist, als das bei kommerziellen Betriebssystemen oder Programmen der Fall wäre. Aber ich bin nicht damit einverstanden.
Und dieser letzte Punkt hier, der kommt fast ein bisschen zu kurz für meinen Geschmack. Denn es gibt bei Linux-Distributionen zwei Philosophien, was die Aktualität von Programmen angeht, beziehungsweise was das Ausrollen der Versionen dieser Distributionen angeht. Es gibt die einen, die sagen, wir machen beispielsweise alle 2 Jahre einen Veröffentlichungszyklus, das heißt, alle 2 Jahre gibt es eine neue Version. Und dazwischen, da kümmern wir uns nur um ein paar Sicherheitsupdates. Und wenn neue Programmversionen kommen von den Programmen, die wir in unserer Distribution anbieten, dann ignorieren wir das, abgesehen eben von diesen wichtigen Sicherheitslücken, die gestopft werden. Das ist die eine Philosophie. Das bedeutet natürlich, dass man nur alle 2 Jahre eine neue Distribution mit neuen Programmen bekommt, die dann allerdings in einigen Fällen 5 Jahre lang gepflegt wird. Das heißt, man kann sich die Version von 2022 von letztem Jahr installieren und hat bis 2027 Ruhe. Und dann braucht man in der Regel wahrscheinlich sowieso einen neuen Computer und kann auf dem dann das neue Betriebssystem installieren. Das ist die eine Philosophie. Die andere Philosophie ist, dass neue Programmversionen, sobald sie da sind, eingespielt werden in die Distribution. Und das bedeutet für mich als Endanwender allerdings auch, dass ich immer schauen muss, dass ich die aktuelle Version, dass ich die Distribution aktuell halte. Und ich kann auch nicht sagen, ich installiere nur das eine Programm und die anderen installiere ich nicht, weil das normalerweise Abhängigkeiten im System kaputt macht. Bedeutet öftere Updates, bedeutet größere Updates und vor allen Dingen auch ein bisschen Nervenkitzel, ob denn hinterher alles noch so funktioniert wie vorher. In manchen, zum Glück wenigen Fällen nicht. Ich empfehle für Umsteiger, für Leute, die einfach nur ein System haben wollen, was funktioniert, eben eine dieser Distributionen zu verwenden, die nur alle paar Jahre, alle 2 Jahre im Regelfall neue Versionen rausbringen und diese dann aber auch relativ lange unterstützen, damit das System, damit man das einfach in die Ecke stellen kann und es einfach ein paar Jahre Ruhe gibt und man einfach nur damit arbeiten kann, ein bisschen experimentieren kann. Und deswegen, ich möchte Aktualisierungen erst dann, wenn sie wirklich stabil sind und auch wenn dies länger dauert. So, und das sind unsere Ergebnisse. Das ist so ein bisschen wie beim Wahl-O-Mat. Die Partei, von denen das System glaubt, die würde am besten zu uns passen, die steht oben. Da haben wir hier jetzt in dem Fall Linux Mint und viele Pluspunkte und einen Punkt, wo er sagt, naja, eigentlich bist du schon zu clever für diese Distribution. Du könntest auch weniger Erfahrung mit Computern haben und trotzdem damit zurechtkommen. Und dann geht das hier weiter zur WinOS. Haben Sie das schon mal gehört? Dann an dritter Stelle OpenSUSE, PC Linux OS, Elementary OS und dann Ubuntu. Und hier, also Kubuntu in dem Fall. Und hier steht dann auch schon so ein Ausschlusskriterium, nämlich da unten baut Verbindungen mit Dritten auf. Das ist eben so eine Eigenheit von Ubuntu, dass da Telemetrie eingebaut ist, dass da auch manche Entwicklungen passieren, die mir nicht gefallen und weswegen ich um Ubuntu selbst normalerweise einen Bogen mache. Dann gibt es wieder, wie gesagt, andere, wie diese Leute von Linux Mint, die auf Ubuntu aufsetzen und diesen Kram wieder ausbauen und einfach den Rest, der gut ist an Ubuntu, den weiterverwenden. Hilft uns das jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Wir könnten natürlich auch auf andere Seiten gehen. Also es gibt dann so Archivseiten, die alle möglichen Linux-Distributionen auflisten. Und da sehen wir schon das, was ich am Anfang angesprochen habe. Das ist alles, jedes Bildchen ist eine eigene Distribution. Und wir sehen schon, das sind einfach nur von A bis D die ersten 4 Buchstaben des Alphabets. Und eigentlich habe ich jetzt schon keine Lust mehr, das alles durchzugehen. Und dann gibt es Seiten, die ja, aussehen wie vor 20 Jahren, die aber ganz aktuell sind und die einem im Prinzip auch helfen mit den populärsten Distributionen hier an der Seite. Und dann kann man die anklicken und kann sagen, hier oben steht ja dieses MX Linux. Was ist denn das? Und dann ruft man das auf und dann kommt man hier auf eine Unterseite und dann sagt, das basiert auf dem Debian Linux unter anderem, wo es herkommt, für welche Plattformen das ist und was für eine Art von Distribution das ist, welchen Desktop das mitbringt, das sehen wir gleich auch. Was diese Seite allerdings nicht verrät, ist, dass jetzt hier beim Beispiel von MX Linux meiner Meinung nach die ein oder andere Kante durchaus in diesem System drin ist, die ein oder andere Klippe, die umschifft werden muss, was für Einsteiger, Umsteiger, Leute, die einfach nur ihre Ruhe haben wollen, kein so einfaches Unterfangen ist unter Umständen. Ähnliches trifft übrigens auch für OpenSUSE zu. Die Distribution, vielleicht einige wissen, dass die Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre in Deutschland sehr beliebt war, weil es eine sehr einsteigerfreundliche Distribution war.
Ich habe sie extra für diesen Beitrag nochmal getestet und es ist eine solide Sache, ohne Zweifel. Aber die Distribution ist, glaube ich, einfach auf andere Zwecke, auf andere Personenkreise zugeschnitten. Ein weiteres Problem beim Umstieg auf Linux ist, dass viele Programme, mit denen wir gerne oder mit denen wir gewohnt arbeiten, wegfallen. Beziehungsweise man muss fairerweise auch sagen, viele Programme, mit denen die halbe Welt zu arbeiten scheint. Und viele Menschen fühlen sich natürlich wohl, wenn sie eben beispielsweise ihr Photoshop haben, was eben alle anderen Freunde, Bekannten auch verwenden. Und die möchten nicht unbedingt auf was anderes umsteigen. Müssen sie aber im Prinzip, wenn sie auf Linux wechseln. Und was man da machen kann, was man sich auch durchaus mal angucken kann, bevor man wechselt, ist eine Seite wie alternative2.net. Hier kann man sagen, ich habe, wir nehmen jetzt das Beispiel Photoshop, klicken das hier mal an und dann kommt hier erstmal eine Beschreibung, was ist denn das überhaupt? Und wenn ich hier runter scrolle, dann werden hier schon ähnliche Softwarepakete angeboten. GIMP ist sicherlich das bekannteste. Dann gibt es hier auch ein paar Screenshots davon und ein paar Leute, die ihre Meinung dazu geäußert haben. Und dann kommt hier Affinity Photo. Das gibt es nicht für Linux. Also muss man hier oben sagen, Filter. Zeige mir mehr Filter. Plattform, es soll unter Linux laufen. So. Und dann gucken wir hier wieder. GIMP ist drin geblieben. Aber an zweiter Stelle steht jetzt Krita. Und dann gehen wir weiter. Das sind beides Programme, die man als Linux-Anwender im Prinzip kennt. Aber dann gibt es auch Sachen, die ich dann teilweise so bestenfalls vom Hörensagen kenne. MyPaint nie benutzt. Glimpse Image Editor, LasPaint, MiniPaint. Das bedeutet jetzt nicht, dass diese Programme alle den gleichen Funktionsumfang haben. Sicherlich nicht. Aber wir sehen hier eine interessante Sache bei den meisten Programmen. Es gibt sie dann nicht nur für Linux, sondern auch für Windows und Mac in der Regel. Auch wenn wir hier hochscrollen. Hier haben wir Windows mit dabei. Hier Krita auch und GIMP sowieso. Das heißt, diese Programme, bevor man sagt, okay, ich mache jetzt den großen Systemwechsel, diese Programme kann man sich vorher schon mal angucken, kann man ausprobieren, kann sagen, ist das was für mich oder nicht, weil sie eben auch auf anderen Betriebssystemen laufen und man sie in Ruhe testen kann. Wir müssen uns bewusst machen, dass ein Systemwechsel eben auch bedeutet, dass wir eine komplette Werkstatt, unser Computer ist ja letztlich unsere digitale Werkstatt, dass wir mit unserer Werkstatt umziehen, dass sie am Ende ganz anders aussehen wird, dass die Werkzeuge da drin irgendwo, dass wir damit weiterhin in der Lage sein werden, handwerklich tätig zu sein, aber es werden eben ganz andere Werkzeuge sein und sie werden an unterschiedlichen Positionen auch liegen in unserer neuen Werkstatt, die wir haben. Und das sollte man nicht unterschätzen, das ist eben tatsächlich ein großer Schritt, den man da macht, wenn man mehr Anspruch an den Computer hat, als zu surfen, E-Mails und Videos zu gucken. Jetzt fahre ich den Computer runter, aber nicht, weil das Video zu Ende wäre, sondern wir starten jetzt mal ein anderes Linux. So, und ich sage jetzt mal, wir haben es eben schon gesehen, PC Linux OS. Was ist denn das? Habe ich mich auch gefragt und habe das Ganze mal installiert. Und das kommt so. Es kommt hier mit einer Anmeldeoberfläche, die, ja, wenn ich böse bin, so ein bisschen aussieht wie vor 20 Jahren bei SUSE Linux damals. Und ich gebe jetzt mal hier das Passwort ein. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Betriebssystem, das fährt hoch, das hat eine Oberfläche, das hat sich im WLAN angemeldet. Aber was es beispielsweise nicht gemacht hat, ist, dass es gleichzeitig den externen Bildschirm als auch den Laptop-Bildschirm anzeigt. So, und dann machen wir doch mal einen Test, wie benutzerfreundlich dieses System ist. Ich sage jetzt hier mal Screen und da kommt er hier, schlägt er mir vor Display Configuration und da hat er nur einen Bildschirm erkannt und ich wüsste jetzt hier auf diesem System nicht, wie ich einen anderen Bildschirm hier anschließen könnte. Ich kann hier sicherlich diesen Bildschirm die Werte ändern, kann das Bild ein bisschen heller machen, aber auch das funktioniert nicht. Also das ist schon mal so eine Sache, die mich wundert. Was mich hierbei auch gewundert hat, ich habe dieses System vor ein paar Tagen installiert und es kam im Vergleich zu anderen Systemen nur auf Englisch und hat mir auch klar zu verstehen gegeben, ja, wenn du das auf Deutsch umstellen willst, musst du erstmal das System komplett updaten. Also das wären 1,3 GB an Daten, die ich runterladen müsste und erst dann würde er sich bereit erklären,
mir das Ganze auf Deutsch umzustellen. Gut, jetzt könnte ich sagen, okay, das mit dem Bildschirm, das ist ein Sonderproblem, das ist mir jetzt hier passiert in dieser Konfiguration. Das würde Ihnen zu Hause nicht passieren, weil Sie nur einen Bildschirm da dran haben. Aber für mich doch ärgerlich, weil ich es von anderen Linux-Versionen kenne, dass es vollkommen problemlos läuft. Und vor allen Dingen, dass man es, wenn es nicht läuft, dass man es einstellen kann und konfigurieren kann. Also in dem Fall habe ich dann schon meinen Zweifel einsteigerfreundlich, obwohl es als einsteigerfreundlich beworben wird. Ich glaube es nicht so ganz. Gucken wir dann mal, ob wenigstens Drucker und Scanner erkannt worden sind. Da habe ich gesehen, Manage Printing. So, und das ist interessant. Da geht er nämlich direkt auf die Oberfläche von CUPS, dem Printertreiber. Und tatsächlich, ohne dass ich etwas gemacht hätte, hat er hier im Netzwerk, wohlgemerkt nicht direkt am Computer, sondern im Netzwerk, den Drucker gefunden, der gerade aktiv ist. Das sieht gut aus. Jetzt gucken wir mal. Ich sage, ich hätte hier gerne auch irgendwas zum Scannen. Da schlägt er mir ein Programm vor, mit dem ich scannen kann. Jetzt sagt er mir, er sucht nach den Geräten. Und da schlägt er mir vor, er kann von der Webcam des Computers hier scannen. Das ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Aber auch diesen Office-Chat, den wir eben schon gesehen haben als Drucker, der taucht jetzt hier auch wieder als Scanner auf. Das heißt, das sieht soweit gut aus. Zumindest das funktioniert. Das ist sozusagen Plug and Play. Und die Oberfläche im Prinzip, wenn wir uns das hier angucken, die macht auch was her. Wir haben schon das Einstellungsmenü gesehen. Es gibt noch ein anderes von der Distribution selbst. Da ist dann so eine Sache, wenn ich hier sage, Software installieren, dann komme ich auf einen Paketmanager. Der sieht dann so aus. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Aber für Linux-Umsteiger wahrscheinlich erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die schauen sich das hier an und denken so, ja, was ist denn LIP64 Sound IO1? Das ist sicherlich auch wieder so eine Sache, an der es hakt, an der es krankt und weswegen Linux auf dem Desktop eben so einen schwierigen Stand hat. Ich würde sagen, PC Linux OS, so interessant und schlicht diese KDE Plasma-Oberfläche hier auch rüberkommt. Und dass man hier mal, kann hier mal ein paar Programme starten. Sowas, das ist ja eigentlich ganz, ganz nett gemacht und ganz übersichtlich und sicherlich auch ein bisschen angelehnt an Windows 10. Aber ich glaube, für Einsteiger ist die Sache hier durchgefallen. Ich würde sagen, wir starten das System mal neu und jetzt muss ich mal hier drauf eingehen. Also früher ist man hingegangen, ich habe mal alte CDs rausgesucht hat oder DVDs und hat von diesen DVDs das Linux installiert. Die lagen dann auch Computerzeitschriften bei teilweise. Heute schiebt man sich so, lädt man sich so ein Abbild aus dem Internet, schiebt es sich auf den USB-Stick und jetzt bevor er wirklich runterfährt, muss ich das hier da reinstecken und dann booten und mal gucken, was passiert. Das System wird heruntergefahren, wir machen das jetzt mal live. Und ich habe nämlich noch eine andere Linux-Distribution, die habe ich diesmal jetzt nicht installiert, sondern die kommt jetzt vom USB. So, und dann meldet sich das Bootmenü vom BIOS. Und da sieht man mal, was ich alles schon ausprobiert habe. Und dann sage ich, ich boote hier dieses Transcend Jet Flash, das ist der USB-Stick. Da sage ich, du sollst mal davon starten. Und dann kommt hier dieses kleine Menü. Das ist jetzt Elementary OS. Das wurde von diesem Distro-Chooser, was wir eben gesehen haben, auch vorgeschlagen als einsteigerfreundliche Distribution. Dann habe ich gedacht, gucke ich mir das mal an. Während dieses PC Linux OS eine komplette Eigenentwicklung ist und auf im Prinzip nichts anderem fußt, ist dieses Elementary OS etwas, was auf Ubuntu Linux aufbaut. So, und jetzt kommt es vom USB-Stick, das bedeutet, es ist immer ein bisschen langsamer, als wenn es von der Festplatte kommt. Aber da passiert etwas und wir sehen erstmal den Prompt im Textmodus. Das bedeutet aber auch in dem Fall nur, dass er noch nicht die Daten, genügend Daten geladen hat, damit er in den Grafikmodus wechselt. Das passiert jetzt so jeden Moment. Jetzt ist er im Grafikmodus, aber wir sehen noch nichts. Und ich wollte es einfach mal live zeigen, wie sowas aussieht. Da kommt die Oberfläche, der Hintergrund, zumindest Hintergrundfarbe. Und so, da haben wir die Oberfläche und da werden wir, das, was ich eben vermisst habe, werden wir sofort gefragt. Welche Sprache möchtest du sprechen? Müssen wir noch sagen, Germani und Select und deutsche Tastaturbelegung und nochmal. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt. Da fragt er mich nämlich, willst du es gleich installieren oder willst du es erstmal austesten? Dass das Betriebssystem also ja, so sich hochfährt, wie es ganz normal aussehen würde, wenn man es installieren würde, aber es noch auf dem USB-Stick läuft. Ich sage hier oben also diesen Testmodus. Ich möchte ja erstmal gucken. Ich möchte die Katze ja nicht im Sack kaufen. Und da ist schon mal das Hintergrundbild, das ist gut.
Und da kommt dann auch gleich ein Willkommensbildschirm. Wir gehen da mal durch. Ich sage weiter. Und da fragt er mich, willst du es eher heller haben, willst du es dunkler haben, soll es eher grüner, brauner, wie auch immer werden. Ich klicke da mal was an, willst du einen Nachtmodus haben, dass er nachts die Farbtemperatur ändert. Soll das System mir hinterherräumen, wenn ich selbst nicht die Festplatte aufräume? Will ich mich mit Online-Konten verbinden? Möchte ich jetzt schon irgendwelche Anwendungen runterladen? Zusätzliche Anwendungen zu denen, die schon dabei sind? Und schließlich sollen automatische Aktualisierungen, Vorsicht, nicht aktiviert oder deaktiviert werden, sondern sollen sie für kostenpflichtige Anwendungen aktiviert, deaktiviert werden. Das heißt, er bietet mir gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich entscheide selbst, wann ich mein System aktualisiere. Das ist sicherlich für die einen oder anderen, die von Windows umsteigen wollen, der Punkt zu sagen, hey, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ich kann es jetzt nicht ändern. Das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt hier zu sagen, meinetwegen Systemeinstellungen öffnen. Und da bin ich doch mal gespannt, wenn ich hier auf Drucker gehe, dann hat er hier schon die Office Jets gefunden, den Office Jet gefunden. Warum er ihn dreimal gefunden hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, der Drucker ist sofort da. Das ist schon mal gut. Und jetzt eine Sache, die ich gerne machen würde. Ich würde die eingebaute Anzeige und die Anzeige hier, den Monitor, ich würde das Ganze gerne spiegeln. Ah, man muss da unten draufklicken. So geht das also. Ich sage übernehmen. Und ja, ich möchte die Einstellungen beibehalten, aber ich hätte dann doch gerne eine etwas weniger fiese Auflösung. Kann ich das noch ändern oder komme ich jetzt nicht mehr an die Auflösung ran? Also, da läuft irgendwas nicht ganz so, wie es sein sollte. Aber seien wir da mal nicht so nachtragend, dass der Bildschirm gespiegelt wird. Das kommt sicherlich nicht jeden Tag vor. Dieses Fenster, was hier aufgeht, das wird für Leute, die mit Linux so weiter nichts am Hut haben, sicherlich auch erstmal irritieren, dass er fragt, ob er die Ordner, wo der Desktop beispielsweise drin ist, oder die Musikdateien oder Bilder, ob er die auf Deutsch übersetzen soll. Es ist durch die Umstellung auf die andere Bildschirmkonfiguration ist dieses Fenster hier, hat sich aufgehangen. Das war in den Tests nicht so, das ignorieren wir auch mal. Was sehen wir hier? Wir haben hier oben ein Anwendungsmenü und das hat dann schon ein bisschen Ähnlichkeiten mit dem, was man auf dem Mobiltelefon so hat. Da sind dann so ein paar Anwendungen hier drin zu sehen. Es ist wirklich nicht viel vorinstalliert und ich hatte gedacht, ich hatte ja vorhin auf dem anderen System den Scanner getestet, habe gedacht, wenn ich hier auf Fotos gehe und dann vielleicht sage Fotos importieren, dann kann ich auch welche vom Scanner importieren, aber nein. Das geht so nicht. Da müsste ich dann auch erstmal mich informieren, wie geht denn das eigentlich? Wie mache ich das denn eigentlich? Dann müsste man ins App Center gehen. Und das sieht jetzt sicherlich auch ein bisschen angenehmer bzw. einsteigerfreundlicher aus als bei dem PC Linux OS, wenn es denn kommt. Da haben wir dann Kategorien und da könnten wir jetzt sagen, wir gehen in Grafik und wählen uns dann da Anwendungen aus. Ja. Ich glaube, das ist eine Distribution, die sich tatsächlich an Einsteiger, vielleicht auch an Umsteiger eher von macOS orientiert. Und die ist ja so letztlich fundamental aufgebaut, dass Windows-Umsteiger mit Vorkenntnissen wahrscheinlich daran auch keinen Spaß haben werden, obwohl es einen deutlich solideren Eindruck macht als das PC Linux OS, was wir vorhin hatten. Wenn diese Bildschirmspiegelei funktioniert hätte, dann hätten wir hier unten, wo ich den Mauszeiger bewege, dann hätten wir da auch Icons, so wie das bei macOS ist, dass man unten in der Mitte Icons mit den Programmen hat, die man häufig verwendet. Das hat die Bildschirmspiegelung gefressen. Komisch, aber so ist es. Gut, wir sagen ausschalten, damit wir neu starten können. Auch ein bisschen albern, aber auch das meinetwegen. Und der Rechner fährt runter. Ich soll das Bootmedium entfernen und wir starten neu, wir starten jetzt nämlich in das Linux Mint. So, und das ist die Art und Weise, wie sich Linux Mint auf einem neu eingerichteten System bei dem ersten Start präsentiert. Man hat eine ziemlich kleine und dunkle Oberfläche. Das ist so ziemlich das Erste, was ich dann immer ändere, weil mir das zu dunkel ist. Und hat allerdings auch hier so einen Willkommensbildschirm und kann dann hier sagen, erste Schritte. Und da kann man zwar hier Schreibtischfarben ändern, aber dann ändern sich nur diese wenigen Farben und das Dunkle bleibt. Und dann hat man hier noch einen Schalter und kann es dann noch dunkler machen statt heller. Aber gut, das ist eine Geschmackssache.
Aber was man hier eben auch hat, ist Treiberverwaltung. Man kann die aufrufen und dann würde er suchen und würde sagen, hier für deine Netzwerkkarte habe ich da einen Treiber, möchtest du ihn installieren? Und was ich sehr interessant finde, man hat die Aktualitätsverwaltung. Die kann man aufrufen und das ist jetzt leider nicht besonders intuitiv. Das ginge meines Erachtens wesentlich besser, gerade für Umsteiger, dass man hier sagen kann, ich will automatisch auffrischen und benachrichtigt werden alle 7 Tage, wenn Updates da sind und wenn Sicherheitsupdates da sind, häufiger. Oder man kann auch einfach sagen, lass mich in Ruhe. Man kann hier sagen, ich will die und die Anwendung, die will ich gar nicht aktualisieren, geh weg damit. Und das finde ich ehrlich gesagt immer noch den besten Kompromiss von allen ausprobierten Distributionen, auch wenn es sehr, sehr ausbaufähig ist, weil man hier tatsächlich sehr genau einstellen kann, wie man wirklich aktualisieren möchte, ob das automatisch geschehen soll oder ob man das ganz deaktivieren will, weil man sich manuell drum kümmert. Das gibt uns diese Werkzeuge in die Hand und auf der anderen Seite ist es noch für Neueinsteiger noch so einigermaßen zu durchschauen, was da eigentlich passiert. Also, wie gesagt, ich bin nicht zufrieden damit, aber besser wird es erstmal nicht. Und wir sehen hier, wir können auch hier die Anwendungsverwaltung öffnen und da sehen wir eine übersichtliche, grafische, schlichte Darstellung von Software, die relativ beliebt ist, die nicht in allen Fällen Open Source ist, also nicht quelloffen ist, aber die man hier relativ problemlos nachinstallieren kann, indem man dann da draufklickt. Diese Empfehlungen da oben oder man guckt, geht hier in Grafik und Bearbeitung und kann dann hier schauen, was einem da vielleicht gefällt. Und wem das zu bunt ist, der kann auch einen schlichteren Manager nehmen, um damit Software zu installieren. Das funktioniert alles. Und man merkt es vielleicht, ich komme immer wieder zu Linux Mint zurück, wenn ich mal etwas anderes ausprobiert habe, weil es klar und logisch aufgebaut ist, einfach zu verstehen ist, mir Gestaltungsspielräume bietet und auch sehr viele Anwendungen im Repository hat, die ich problemlos nachinstallieren kann. Und was wir eben gemacht haben, können wir hier auch mal probieren. Ich gehe mal auf Drucker und auch da sehen wir den Office Jet 250. Den hat er wieder automatisch gefunden und eingebunden. Und das Gleiche sollte eigentlich auch passieren, wenn ich den Dokumentenscanner öffne. Da sagt er mir jetzt nach Scannern wird gesucht. Mal schauen, ob er ihn findet. Normalerweise ist das der Fall, aber doch auch in der Live-Demo funktioniert das. Und was wir eben auch hatten, ich suche mal nach Anzeige und habe hier die Möglichkeit auch Bildschirme zu spiegeln. Das musste ich jetzt auch manuell vornehmen, aber er hat mir zumindest nicht die Auflösung und die Größe der DPI zerhauen. Also in alles in allem, auch Linux Mint ist ausbaufähig, auch über Linux Mint rege ich mich auf. Aber ich bleibe dabei, wenn mich jemand fragt, ich möchte mal Linux ausprobieren, dann werde ich auch weiterhin nach dieser Episode hier sagen, nimm Linux Mint, was Besseres fällt mir im Moment für Einsteiger nicht ein. Und nicht nur für Einsteiger, auch für fortgeschrittene Nutzer. Ich hatte es am Anfang gesagt, ich bin auch mittlerweile einfach froh, wenn Dinge einfach laufen und funktionieren. Und wenn es hakt, dann muss man unter Linux sowieso, dann muss man im Internet lesen, in den Foren und Wikis und dann muss man an die Kommandozeile und muss dann da konfigurieren für die speziellen Probleme, um die zu lösen. Aber im Großen und Ganzen ist das hier, glaube ich, eine solide Sache. Also, was haben wir heute gelernt, beziehungsweise was wollte ich heute mitgeben? Erstmal überlegen, mal ein bisschen den Blick schweifen lassen, welche Distributionen gibt es. Es muss ja nicht das hier sein, was ich empfehle, weil wir haben alle unterschiedliche Geschmäcker und wem diese Oberfläche hier zu altmodisch ist, das kann ich auch verstehen. Für Leute, die eben groß geworden, aufgewachsen sind mit Oberflächen, wie sie von Mobiltelefonen kommen, das ist ja nichts Schlechtes. Kann man hier natürlich auch nachinstallieren, muss man aber wieder wissen, wie es geht. Das ist dann wiederum nicht ganz so einfach, dafür ist Linux Mint nicht gedacht. Aber da gibt es dann andere, da gibt es dann vielleicht eben dieses Elementary oder andere Systeme, die dafür in Frage kommen. Und schauen Sie sich das an, gucken Sie mal nach, was es gibt, diesen Distro-Chooser, vielleicht gibt es da noch andere Distributionen, die interessant sind. Und überlegen Sie sich, gucken Sie mal, ob die Software, die Sie gerne verwenden, ob die unter Linux läuft, was die Alternativen sind. Probieren Sie die vorher mal auf anderen Betriebssystemen aus. Und ich denke, so Schritt für Schritt, Stück für Stück, wenn man den Umstieg langsam plant und vorangeht und dieses Linux neben dem Windows auf der Festplatte installiert,
was auch nicht immer so einfach ist, je nachdem, wie die Festplatte partitioniert ist. Aber vielleicht hat man auch eine andere Festplatte, die man verwenden kann. So kann man, oder einen zweiten älteren Computer, auf dem man es ausprobieren kann. Aber so kann man sich Stück für Stück daran wagen und nicht von heute auf morgen diesen einen großen Schnitt machen und sagen, ich verwende jetzt nur noch das andere Betriebssystem. Ich denke, das geht schief. Und das andere, das ist ein natürlicher Prozess, den ich jedem nur ans Herz legen kann, der genervt ist von den großen Betriebssystemen. So, das war, glaube ich, ein ziemlich langes Video mit vielen Informationen hin und her gespringe. Ich hoffe, es war hilfreich und wie immer gilt, wenn Sie uns unterstützen möchten, wir freuen uns über Ihre Spenden. Wie Sie uns spenden können, wie Sie uns unterstützen können, das steht auf unserer Website cc2.tv auf der nachfolgenden Infotafel und unter oder neben dem Video. Machen Sie es gut, bis in 2 Wochen. Ahoi!